An der TU München werden nicht nur neue Technologien entwickelt, sondern daraus auch erfolgreiche Unternehmen gegründet. In diesem Jahr verleiht Präsident Professor Wolfgang Herrmann zum vierten Mal den Presidential Entrepreneurship Award. Man stellt mir oft die Frage, warum für mich als Präsident dieser Preis so wichtig ist. Die Antwort ist sehr einfach. Wir sind eine unternehmerische Universität und wir möchten, dass Ideen und Erfindungen, die bei uns entstehen, wirtschaftlich erfolgreich werden. Das Unternehmertum ist in unserer DNA begründet. In den letzten 20 Jahren entstanden über 800 Ausgründungen aus unserer Universität. Und soweit diese heute noch bestehen, haben sie über 12.000 Arbeitsplätze geschaffen. Dreimal haben wir diesen Preis schon vergeben. 2013 an Phosphorex, ein Unternehmen, das über neuartige Sensoren ganze Windparks steuern kann. Im Jahre 2014 dann an Dynamic Biosensors, ein Unternehmen, das auf dem US-amerikanischen Markt hervorragend Fuß gefasst hat und dort erfolgreich ist. Und schließlich im vergangenen Jahr an das Unternehmen Celonis. Seit seiner Gründung hat Celonis den Umsatz um mehr als 4.000% erhöht. Und jetzt wird es spannend. Nominiert für den Entrepreneurship Award 2016 ist Invenox. Batterien sind eine der Schlüsseltechnologien im digitalen Zeitalter und von entscheidender Bedeutung für die Energiewende. Das Münchner Unternehmen Invenox hat früh erkannt, dass die aktuelle Technik den Herausforderungen nicht gewachsen ist. So wie das Batteriespeichersystem aktuell aufgebaut wird, das ist viel zu kompliziert, zu aufwendig und auch damit zu teuer. Wir müssen hier was Neues finden. An der TU München wurden die Grundlagen ihrer innovativen Verbindungstechnik entwickelt. Und damit hat Invenox entscheidende Vorteile gegenüber den bisherigen Systemen. Wir können hier Batteriespeichersysteme schnell und einfach aufbauen aus einer Vielzahl von kleinen Zellen, so wie sie auch Tesla verwendet, haben hier aber eine sehr effiziente Verbindungstechnologie entwickelt, mit der wir hunderte von Zellen in einem Prozessschritt miteinander verbinden können. Die Zellen werden nicht einzeln verschweißt, sondern zwischen zwei Aluminium-Kernleiterplatten verklemmt. Gerade wenn es um Reparatur und Recycling geht, ist das System von Invenox anderen weit überlegen. Unsere Batteriespeichersysteme werden aktuell bereits in Elektrofahrzeugen eingesetzt, aber auch in Reinigungsmaschinen, Flurförderfahrzeugen und auch bis hin zu sehr großen Kreuzfahrtschiffen und Tankern. Da sind wir jetzt gerade in der Erprobungsphase und hoffen dann, dass wir ab nächstes Jahr hier große Batteriespeichersysteme liefern können. Für die Invenox-Gründer war die TU München das ideale Sprungbrett in die Selbstständigkeit. Und auch in Zukunft bleibt sie ein wichtiger Partner. Das Netzwerk, auf das man immer wieder zurückgreifen kann, ist das von der Universität, ist es das vom Anfang. Das sind diverse Professoren oder Lehrstühle, das sind Beratungsstellen bei der TU München oder auch bei der Unternehmertum, die einem viel weiterhelfen bei der Unternehmensgründung. Außerdem nominiert ist Kinexon. Eine Welt ohne Satellitennavigation ist heute nicht mehr denkbar. Doch was macht man an Orten, wo es kein Signal gibt? Kinexon füllt diese Lücke mit seiner hochpräzisen Funktechnologie zur zentimetergenauen Ortung und Bewegungserfassung. Das hat Kunden in den verschiedensten Branchen überzeugt. Dieser kleine Sensor erhebt die Positionsdaten, aber auch Informationen zur Lage, zur Beschleunigung, zur Rotation. Und wir übertragen diese Daten an eine Softwareplattform, die sämtliche Daten in Echtzeit auswertet und dem Nutzer zunächst mal ein Verständnis dafür gibt, wo sich gewisse Personen oder Objekte befinden und welchen Weg diese Objekte auch nehmen, wie sie ihren Zustand auf diesem Weg auch verändern. Die Technik von Kinexon spannt mit sogenannten Ankern eine Art Satellitennetzwerk und kann so exakte Bewegungsprofile erstellen. Dank der intelligenten Software können diese Daten verständlich und hilfreich ausgewertet werden. Wir nutzen es aktuell im Bereich Sport und Medien, wo wir die Sensorik dazu nutzen, die Leistung von Athleten in Echtzeit zu erfassen und zu analysieren. Dadurch lassen sich beispielsweise die Taktik oder auch die Technik verbessern, aber es lassen sich eben auch Verletzungen reduzieren. Ein zweiter Bereich ist der industrielle Bereich, wo wir Kinexon dazu einsetzen, um Prozesse und Produkte im Hinblick auf Qualität, Kosten und Zeit zu optimieren. Beispielsweise nutzen wir die Sensorik zur Navigation von fahrerlosen Transportsystemen oder auch zur Ortung von Werkzeugen oder zur Verfolgung von Gegenständen aller Art. Das Anwendungsfeld ist nahezu unbegrenzt. Von Retail über Produktion und Logistik bis hin zum Gesundheitswesen. Kinexon hat dabei dank seiner hervorragenden Ingenieure und der innovativen Technik die Nase vorn.
Ich würde sagen, dass über 3/4 der Belegschaft bei uns einen Hintergrund haben an der TUM, sei es jetzt als Studenten oder als Doktoranden. Und insofern ist die TU München eigentlich eine wesentliche Quelle der ingenieurswissenschaftlichen Inspiration bei uns. Und schließlich als drittes nominiert ist Orkan Energy. Abwärme in Industrie- und Biogasanlagen. Eine ungenutzte Ressource. Die Entwicklung von Orkan Energy macht aus der verheizten Wärme wieder Strom. Ihr Gerät namens E-Pack kann schon ab 80 Grad effizient arbeiten. Ein wesentlicher Beitrag zum Umweltschutz. Und Abwärme ist dabei ein kostenintensives Nebenprodukt, das verschwendet wird bis jetzt. Wenn Sie im Auto hergefahren sind, haben Sie 80% Energieinhalt im Tank verschwendet, in Form von heißen Abgasen oder Kühlwasser. Und wir möchten diese Energiequelle nutzbar machen. Die Herausforderung für die TUM-Wissenschaftler bestand darin, auch geringe Mengen an Abwärme effizient für die Stromerzeugung zu erschließen. Dabei musste das System kompakt und wirtschaftlich bleiben. Man muss eigentlich die Technologie holen und Technologie in einen kleinen Leistungsbereich bringen und viel einfacher machen für den Kunden. Das ist wirklich ein Produkt, ähnlich wie eine Klimaanlage, einfach anzustöpseln, einfach anzustecken, einfach zu betreiben und dann einfach auch nutzbringend einsetzen zu können. Die innovativen Entwicklungen für ihr effizientes System hat sich Orkan Energy in enger Zusammenarbeit mit dem Patent- und Lizenzbüro der TU München sichern lassen. Auf lange Sicht könnten die Kleinkraftwerke bundesweit bis zu 5 Gigawatt zurückgewinnen und damit 3 Kernkraftwerke ersetzen. So kann Orkan Energy ein bedeutender Player für die Energiewende werden. Die TU München bietet exzellente Forschung, ein super Umfeld. Zudem ist die TU München natürlich generell gründerfreundlich. Das heißt, man wird mit einer Idee nicht sofort vom Hof gejagt, sondern man bekommt auch Unterstützung. Ich wünsche den drei Unternehmen, dass sie wachsen und gedeihen und erfolgreich werden mögen.